Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, liebe Gäste, vielen Dank an den Landesvorstand, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, mit euch an etwas zurückzudenken, das heute auf den Tag genau 7 Jahre zurückliegt. Am 11. März 2011 erschütterte ein Erdbeben der unglaublichen Stärke 9 Japan. Eine riesige Flutwelle zerstörte Städte und Dörfer. Der Küstenstreifen im Nordosten Japans wurde regelrecht weggespült. Fast 20.000 Menschen starben an diesem Tag. Viele von den Opfern dieses katastrophalen Tages blieben für immer verschwunden. Heute Morgen um 6.42 Uhr japanischer Ortszeit wurde den Opfern dieser Katastrophe gedacht. Und ich denke, dass es für uns gut ist, auch wenn wir weit sind in der Auseinandersetzung um die Atomenergie, uns diesem Gedenken der Japaner an diesen katastrophalen Tag anzuschließen. Und ich würde euch bitten, für eine Minute aufzustehen und mit den Japanern zu gedenken. Danke für die Stille. Das Atomkraftwerk Fukushima wurde am 11. März vor 7 Jahren so schwer getroffen von Erdbeben und von der Flut, dass die Reaktoren außer Kontrolle gerieten. Die Nachrichtenkanäle auf der ganzen Welt zeigten damals tagelang Live-Bilder der sich anbahnenden Katastrophe. Ich werde das nie vergessen, wie ich Stunde um Stunde vor dem Fernseher gesessen habe und den Experten zugehört habe, die darüber diskutierten, ob eine Dampfwolke oder eine dunkle Wolke über den Reaktoren von Fukushima Daiichi nun bedeutet, dass wir Zeuge eines GAUs oder eines Super-GAUs sein würden. Es kam in Fukushima Daiichi zur Kernschmelze und von den 6 Reaktoren des Kraftwerkes wurden 4 zerstört. Bis heute, 7 Jahre später, dauern die Aufräumarbeiten an. Oft habe ich den Eindruck, wenn ich Expertenberichte lese, dass wir immer noch nicht sagen können, die Situation sei wirklich unter Kontrolle. Es sind zig und zigtausende von Menschen, die an diesen Aufräumarbeiten beteiligt sind. Die Perspektive ist für das Kraftwerk, dass das auch noch 50 Jahre so weitergehen wird. Als ich im Januar 2012 Japan und die Region Fukushima besuchte, da traf ich auf eine junge Frau, die mir in den letzten Tagen wieder in den Sinn gekommen ist. Sie hatte ihre Stadt verlassen und erzählte mir und anderen internationalen Gästen der Atomkraftgegner der Stadt Minami-Soma. Sie erzählte mir damals, wie schwer ihre Entscheidung zur Flucht vor der Atomkatastrophe gewesen ist. Gehen oder bleiben? Sie lebte damals allein mit ihrer Tochter und ihr einziger Gedanke war, was ist das Beste für das Kind? Die Antwort darauf sei eigentlich einfach gewesen, aber wohin gehen, wovon leben, wo wohnen? Keinen konnte sie fragen. Kein Experte, kein Bürgermeister, kein Arzt, keiner, der ihr gesagt hätte, geh. Du bist so allein wie nie in deinem Leben, hat sie mir gesagt. So musst du dir das vorstellen mit dieser Flucht. Als sie dann entschied zu gehen, da war die Straße aus der Stadt schon die Straße der Flucht. Autos fuhren Stoßstange an Stoßstange. Wer weg wollte, musste auf diese eine Straße, musste in diese eine Spur. Als sie ging, sagte sie, war es mehr ein Sog als eine Entscheidung. Sie hat sich eingefädelt, ohne Ziel
Und es gab nur noch eine Orientierung, eine Richtung, weg vom Atomkraftwerk Fukushima. Warum ist mir in den letzten Tagen diese junge Frau wieder in Erinnerung gekommen? Sie ist mir deshalb in Erinnerung gekommen, weil es aus Japan Meldungen gegeben hat in den letzten Tagen, die mich wirklich bestürzen. Die Regierung, die japanische Regierung drängt, manche sagen zwingt, die Menschen, die 2011 evakuiert worden sind oder freiwillig sich zur Flucht entschlossen haben, zurückzugehen. Es wird damit gedroht, die monatliche Unterstützung, die bis jetzt alle Evakuierten bekommen, nicht mehr zu zahlen. In Japan sind heute, 7 Jahre nach der Katastrophe, zigtausende Klagen auf Schadensersatz anhängig von denen, die ihre Heimat, ihr Haus und ihren Hof, alles, was sie hatten, an diesem 11. März verloren haben. Greenpeace Japan, in Japan eine hoch anerkannte Expertengruppe unter der Leitung von Jan van der Putte aus ehemals den Niederlanden, hat eine Untersuchung veröffentlicht, die die Strahlenbelastung der Gebiete und Städte erfasst, die jetzt für die Rückkehr vorgesehen sind. Die Belastung in diesen Gebieten ist heute noch so hoch, an den allermeisten Orten, dass die Bewohner dort riskieren, dem Äquivalent einer Bruströntgenuntersuchung ausgesetzt zu werden, und zwar jede Woche. Die Vereinten Nationen, das wissen nicht viele Leute, die Vereinten Nationen werden sich auf Antrag mehrerer Länder mit der Menschenrechtssituation in Japan, mit der Menschenrechtssituation der Menschen in den belasteten Gebieten und der Evakuierten beschäftigen. Deutschland hat das auch beantragt und es ist traurig, dass das so diskutiert werden muss. Kenzaburo Oe ist nicht nur einer meiner liebsten Schriftsteller, er ist Nobelpreisträger für Literatur gewesen und einer der Japaner, die von allen Japanern geliebt und verehrt werden. Kenzaburo Oe hat schon wenige Wochen nach der Katastrophe von Fukushima in Japan ein viel beachtetes Interview gegeben. Da hat er an das Versprechen erinnert, das auf dem Kenotaph, dem Gedenkstein im Friedenspark von Hiroshima, eingemeißelt ist. Für die Opfer der Katastrophen, der Bombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Das Versprechen heißt, ruht in Frieden, wir werden diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Kenzaburo Oe als einer derjenigen, der in Japan eine große moralische Autorität ist, hat den Japanern und sich selber vorgeworfen nach Fukushima, dass dieses Versprechen gebrochen worden ist in dem Moment, in dem in Japan das erste Atomkraftwerk ans Netz gegangen ist. In Japan sind heute von 54 Reaktoren, die es zum Zeitpunkt der Katastrophe gab, nur 5 in Betrieb. Auch wenn immer wieder suggeriert wird, dass Japan zum Normalbetrieb der Atomkraftwerke zurückkehrt, das ist keineswegs so. Denn die Japaner machen es ihrer Regierung, die völlig auf einem Pro-Atom-Kurs ist, da wirklich nicht leicht. Weltweit hat sich die Situation der Atomkraft nach Fukushima wirklich verändert. Es gibt einen Trend des langsamen Ausstiegs aus der Atomenergie. Das einzige Land, das einen anderen Trend zurzeit setzt, das ist China. Aber auch in China gibt es einen sehr viel stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien als der Atomkraft. Dass Deutschland nach Fukushima aus der Atomkraft ausgestiegen ist, beziehungsweise den Ausstieg endgültig gemacht hat, liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn man so einen Gedenktag nicht einfach für die eigenen Mühlen nutzen soll, ich bin wirklich sehr sicher, dass das durch die Arbeit der Grünen und durch die systematischen Kampagnen über 30, 40 Jahre der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland möglich gewesen ist.
Und darauf sollten wir auch stolz sein. Ich bin gestern nicht da gewesen, als Jürgen bestimmt wieder sehr gut, wie auch schon bei der Bundesdelegiertenkonferenz, über Helmut Lippelt geredet hat. Aber ich möchte an dieser Stelle doch noch einmal würdigen, im Zusammenhang auch mit der Leistung Ausstieg aus der Atomenergie, was Helmut so früh erkannt hat, wofür er eine so unglaublich gute Nase hatte. Ich habe Helmut nämlich kennengelernt in den ersten Jahren des Protestes in Gorleben. Und Helmut gehörte mit einigen Lüchow-Dannenbergern, Marianne Fritzen, meine alte Freundin, und auch Undine von Blottnitz, unsere erste Europaabgeordnete, die gehörten zu denjenigen, die früh erkannt haben, dass in der Kraft dieser Anti-Atom-Bewegung das Potenzial für mehr steckt, die auch erkannt haben, dass die Ziele der Anti-Atom-Bewegung alleine auf der Straße nicht oder nur schwer verwirklicht werden können. Und wir haben Helmut und anderen Weitsichtigen, ich war damals nur auf der Straße, muss ich zugeben, wir haben Helmut und anderen Weitsichtigen zu verdanken, dass wir es geschafft haben, die repräsentative Demokratie der Bundesrepublik durch unsere Ideen, mit unseren Ideen zu verändern. Und es ist ein wirklich sehr, sehr kluger Weg gewesen, der gepflastert worden ist von diesen Vordenkern, der nicht nur die Demokratie in der Bundesrepublik reicher gemacht hat, sondern der die Ziele dieser Bewegung eben wirklich auch geholfen hat zu verwirklichen. Ohne diesen Weg wären wir auch nach Fukushima nicht in der Lage gewesen, in der Bundesrepublik einen so breiten Konsens zu beobachten zum Ausstieg aus der Atomkraft, wie wir das heute haben. Es war bisher ein weiter Weg. Rund um Deutschland ist da noch einiges zu tun, aber ich bin stolz und froh, dass wir das zusammen so weit geschafft haben und dass wir eine solche katastrophale Situation, wie wir sie in Japan beobachtet haben, hier in Deutschland bisher verhindern konnten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.